Hallo Leute und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem Blender-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man schnell und einfach eine Schneeflockensimulation macht mit den Particles. Ich zeige mal, wie die so aussieht. Lädt, lädt. So sieht die dann in etwa aus. Ja, ist eigentlich recht ordentlich und es ist leicht gemacht. Also es ist für Anfänger bis Fortgeschrittene, würde ich sagen. Ja, also für gute Anfänger würde ich sagen. Gut, schließen wir mal. Also, naja, schließen wir. Ihr seid im Blender. Da unten könnt ihr übrigens sehen, was ich drücke. Wenn ihr zum Beispiel G drücke, seht ihr das da unten? Und welches Mausrad ich drücke. Es gibt ja nur eins. Gut, das hier ist die Standardszene, wenn ihr Blender öffnet. Den Anfangswürfel brauchen wir ja erstmal nicht. Da wir, also ich gehe jetzt mal in den Kameramodus wenn man auf Numpad 0 drückt, da wir ja, wenn wir hier die Schrift machen und dass der Schnee hier runter rieselt, müssen wir theoretisch den Background so auf die World mappen. Und das ist nicht, naja, es geht, aber es ist nicht so leicht wie andere Methoden, als wenn man eine Play nimmt und da einfach die Textur drauf macht. So, ja. Deswegen müssen wir die Kamera richtig platzieren, damit wir eigentlich, das ist die beste Platzierung der Kamera, sage ich jetzt mal. Dann drücken wir mal Alt G. Das bedeutet, Alt ist mal der Ursprung und G ist der Standpunkt. Alt G, also wird die Kamera in den Ursprung verschoben. Alt R ist die Ursprungsrotation, also nach unten. Mit R ist Rotieren. Auf der X-Achse ist die rote Achse und wenn wir dann oben 90 eingeben, dann ist die Kamera um 90 Grad gedreht. Das kann man aber auch hier machen. Rotation 90. Falls die Leiste deaktiviert ist, einfach N drücken, dann ist sie da. Wenn wir jetzt wieder in den Kameramodus gehen mit 0, sehen wir, da würde der jetzt hinfilmen. Ich mache jetzt mal für mich ein. Ich mache jetzt mal für mich ein besseres. Dann drücke ich G, um die Kamera zu verschieben. Auf der Z-Achse, also die obere Achse. Und Y, um es ein bisschen nach hinten zu verschieben. Ja, ich denke, das passt. So. Da hätten wir unsere Kamera. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Schneeflocken. Die Schneeflocken wurden mit einem Partikelsystem gemacht. Also die Schneeflocken kommen aus der Plane raus. Also müssen wir erstmal Shift A mit einem Mesh eine Plane herstellen. Drücken wir hier auf Plane. Jetzt wurde die hier unten created. Das lag daran, da unser Cruiser, also der hier, den kann man mit rechter Maustaste verschieben, created immer da das Objekt, wo unser Cruiser ist. Wenn wir es jetzt genau in der Mitte haben wollen, gibt es einen Trick. Shift S, Cruiser to Center. Das ist ja genau im Mittelpunkt. Wenn wir dann wieder Shift A drücken, Mesh und eine Plane hinzufügen, ist die Plane auch genau im Mittelpunkt. Mit S, also skalieren, bedeutet die Plane ein bisschen größer zu machen. Da die Schneeflocken aus der Plane rausrieseln soll, soll die Plane ja an sich nicht im Bild sein. Sie soll einfach da drüber sein. Das können wir jetzt noch ein bisschen skalieren. S. Ja, das passt. Denke ich mal, vielleicht noch ein bisschen kleiner, dafür noch ein bisschen höher. GZ. Gut. Dieser Plane fügen wir ein Material hinzu. Gehen wir hier auf New bei Material. Ja, wählen wir mal weiß aus, weil die Partikel sollen ja weiß sein, weil es ja Schnee ist. Dann seht ihr hier schon wahrscheinlich diese Sterne, Particles. Das ist das Partikelsystem, was wir auf diese Plane drauffügen werden. Gehen wir hier auf das Plus. Haben wir schon mal ein Partikelsystem created. Wenn ihr jetzt drückt, seht ihr schon, dass ganz viele von diesen runterfallen und dass sie ziemlich lang sind. Also vielleicht nicht so gut für Schnee und dass die erst da unten sterben, sage ich mal. Diese Partikel, also diese einzelnen Punkte. Das kann man umstellen. Wir wollen nicht 1000 Partikel, das wären zu viele. 200 reichen uns eigentlich auch vollkommen aus. Dann kommen wir so ein paar kleine Flocken runtergerieselt.
Ja, die Sterbe ist aber immer noch da. Naja, können wir eigentlich auch so lassen, aber es zieht auch so ein bisschen an Rechenleistung, dass die da sterben. Deswegen kann man zum Beispiel hier 30.000 oder so eingeben bei der Lifetime, also die Lebenszeit übersetzt. Und dann werden die halt erster da getötet. Ja, das ist die Rechen. Na, die Lifetime müssen wir glaube ich noch ein bisschen höher setzen, weil sonst kriegt ja die. Ja, wir wollen ja, dass die da runterrieseln noch. Dass sie in der Kamera, nicht dass sie vor der Kamera hier sterben. Also 40 könnte passen. 40.000. Gucken, was er daraus gemacht hat. Ja, das passt. Das ist gut. So. Und wenn wir jetzt rendern, sehen wir schon unsere Schneeflocken. Das sieht jetzt ein bisschen komisch wahrscheinlich aus, weil das Licht hier oben ist. Das können wir aber ganz leicht ändern, indem wir das Licht einfach mal löschen. Na, weil er sonst nur von hier oben nach da beleuchten würde. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir machen ein indirektes Licht, das alles von allen Seiten beleuchtet wird. Da müssen wir hier auf die Welt gehen, Ambient Occlusion aktivieren, also Umgebungsbeleuchtung, und das indirekte Licht aktivieren. Hier gehen wir noch auf Approximate, damit es auch aktiviert wird. Gut. Wenn wir es jetzt rendern, sieht es fast genauso aus, aber ich finde es schöner. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu viele Particles, habe ich mir gerade so ein bisschen überlegt, weil sie noch so ein bisschen groß sind. Wir können aber auch natürlich zurückgehen mit GY. Nein. GY, gehen wir halt ein bisschen zurück. GX. Vielleicht sind es ja immer noch zu viele Partikel. Also, es ist jetzt ein bisschen nah dran, würde ich sagen. Deswegen, wie machen wir das jetzt am besten? Wir können ja mal die Plane ein bisschen größer skalieren. Und die Kamera ein bisschen nach hinten verschieben. Mal gucken. Ah, wie schnell lässt er das rieseln? Mit Alt-A spielt man dann ab. So schnell wird das jetzt rieseln lassen, die Schneeflocken. Ja, ich denke, das ist eine akzeptable Simulation. Für, soll ja für Anfänger sein. Gut, da wollen wir natürlich ein Hintergrundbild einfügen. Ja, das Hintergrundbild soll dahinter sein. Gehen wir am besten wieder in die Kameraperspektive. Drücken wieder Shift und A, the plane. Rotieren die auf R, X, 90, damit die wieder im rechten Winkel steht. Mit G, X, mit G, Y meine ich, können wir die nach hinten skalieren. Mit S können wir die wieder ein bisschen größer machen. So dass es die dahinter ist. Weil da machen wir gleich die Textur drauf. 0. So, dann können wir mal Tabulator-Taste, also Tab drücken, um in den Edit-Mode zu wechseln. Da wählen wir uns Seitenflächen aus, also diese Seiten. Mit GX können wir die dann verschieben, so wie wir es brauchen. GX. G. Nein, H. Also wenn ihr was falsch gemacht habt, zum Beispiel, könnt ihr auch STRG Z drücken, um es wieder rückgängig zu machen. GZ. Ein bisschen nach oben, ja. Sollte soweit eigentlich. Naja, das können wir vielleicht noch ein bisschen hoch machen. GZ. Also weit soll es eigentlich passen. Drücken wir wieder Tab, um in den Object Mode zu wechseln. Ja. Hier kommt jetzt unsere Textur drauf. Deswegen müssen wir der Plane erstmal ein Material geben. Hier wieder auf das Material. Neu. Soweit müssen wir nichts mehr ändern. Dann geht ihr hier auf Texture. Dieses Ding. Geht dann auf New. Bei Type wählt er Image or Movie aus, um ein Bild oder einen Film auf diese Plane zu projektieren, sage ich mal. Dann gehen wir auf Open, wählt euch dann die Textur aus. Ich nehme jetzt einfach Winter Snow Forest, die habe ich mir so rausgesucht. Das ist eine schöne Wintertextur und die ist jetzt da drauf. Ja, da sehen wir schon.
Sieht eigentlich ganz in Ordnung aus, wie ich finde. Mit den Schneeflocken. Ja. Dann könnt ihr noch einen Text createn. Wie ich es gemacht habe in dem Video, der Mittelpunkt steht. Text. Einfach drücken. Tab. Ändert er den Text. Random zum Beispiel. Mit RX90 könnt ihr ihn wieder gerade verschieben. Oder wie ihr ihn verschieben wollt. Zum Beispiel mit RZ könnt ihr den so verschieben. Mit RY halt immer auf den Achsen und relativ R, ja, RY ist so eine Drehung halt. Ja. Dann geht hier in das F-Menü, Object Data, klickt Center, damit er in der Mitte ist, könnt ihr natürlich mit G verschieben, ist vollkommen egal. Extrude macht dann 0,1 oder so. Ja, müsst ihr euch austesten, welche Dicke für euch angenehm ist. Ja, mit S könnt ihr den wieder ein bisschen größer skalieren, halt so groß, ha wie ihr es haben wollt. Mit GX könnt ihr den in der Mitte verschieben und so weiter und so fort. Ja, mit B-Font. Also hier bei Font könnt ihr eure Schriftart auswählen. Müsst ihr auf Fonts gehen, den Ordner suchen und euch dann eine Schriftart aussuchen. ASRock zum Beispiel. Okay, die Schriftart wird nicht unterstützt. Das sieht man, wenn nichts created wird. Angasaui oder so. Sieht jetzt zwar nicht so besonders aus, die Schriftart, aber das war ja bloß ein Beispiel. Hier könnt ihr noch die Abrundungen der Kanten einstellen, aber da können Render-Bugs auftreten. Deswegen wollte ich euch empfehlen, das nicht so hoch zu setzen, vielleicht auf 2 oder so. Und hier könnt ihr noch die Tiefe so. Naja, ihr seht schon, wie das abgerundet wird. Bei Resolution die Auflösung halt. Ab 7 fängt es an, richtig gut auszusehen. Zieht aber wieder an Renderzeit, wenn das schon Schluss rendert. Deswegen mache ich es einfach mal auf 3 oder so. Material können wir dem noch eine ganze eine schöne Farbe geben. Hier geben wir einfach ein schönes Türkis. Und wenn wir das jetzt rendern, sehen wir, dass ja, dass es eigentlich geklappt hat. Ja, hat eigentlich geklappt, aber falls ihr es HD haben wollt, geht ihr einfach auf HDTV 1080p. Da wird das hier alles standardgemäß eingestellt. Wenn das jetzt rendert, dauert zwar ein bisschen länger, aber ihr habt es in HD. Die weißen sind nur unsere Schneeflocken, die runterrieseln nach der Zeit. Ja. Mein PC ist jetzt nicht der beste, deswegen dauert es noch ein bisschen. So zum Beispiel. Random. Und dann kommt es halt runtergerieselt. Ich finde die Schrift ist jetzt nicht so toll. Mit R, wie hatte ich das so? Y hat. Ich gucke jetzt einfach mal so ein bisschen. R, X, G, Z, Z, hallo. G, Z, können wir es nach unten verschieben. Tag. Das war eine andere komische Person, die in mein Zimmer reinkam. Gut, mit F12 können wir es dann rendern. So. Der war es halt so ein bisschen verschoben. Ja, so dass es besser aussah. Ja, das war es eigentlich mit der Schneeanimation. Wenn ihr die jetzt rendern wollt, müsst ihr einfach auf Animation gehen. Hier noch avi.raw auf Willen, das rendert das in einzelne Bilder. Und dann landet es im Temp-Ordner oder den Ordner, den ihr einspeichert. Einfach Animation, dann dauert das ein bisschen und dann habt ihr es. Hier nochmal die Animation anzugucken. Alter. So, das wäre unsere Schneeanimation. Ja, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Ist ein bisschen gut erklärt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich mal wieder in meinem anderen Tutorial von mir. Das war's von mir, Angry Frog Gaming. Bis zum nächsten Tutorial. Ciao.